Dach, hat er gesagt. Das ist noch vom Vortag. Springen wir weiter. Wir haben ja eigentlich relativ viel und gut Geld gemacht. Aber es bleibt doch so. Weiß ich nur, der Susu. Butterzucker. Das andere habe ich mir jetzt gar nicht behalten. Ich habe jetzt nicht weiter nachgeguckt. Gucken wir mal gleich rein. Den hier, Orangensaft. Mariano. Ne, können wir gar nicht reinmachen. Achso, aber wir können das ins Lager wieder zurück manövrieren. So, ich hatte, glaube ich, noch was zum Einkaufen. Das war richtig teuer. Da fällt das Ganze hier einfach rein wie sonst was, ne? So. Zum Glück geht ja das Einlagern relativ schnell, ne? Also vom Kopf her ist das immer für mich so, ja, hier könnten wir jetzt ja sagen, dass der Lieferant direkt ins Lager reinballert, deswegen ist es ja nicht so schlimm. Ich finde auch die Hülle und Fülle der ganzen Waren auch so sehr, sehr viel, dass man ja kaum Chancen hat, das irgendwie alles wirklich nehmen und selber einzusortieren. Denn bisher eigentlich eben bei diesem kurzen Tag, den man hier nur zur Verfügung hat, nur am Rumräumen. Und das hat ja dann gar nichts mehr mit so einem kleinen Konsum, ne? Für die Leute, die es aus dem Osten noch kennen. Ist ja dann gar nicht dran zu denken. So, ich weiß gar nicht, wo wir hier Toastbrot hatten. Wenn denn hier vorne, glaube ich, oder? Oben haben wir Toastbrot mal drei. In so ganz komisch gepackte. Ist den Laden überhaupt aufgemacht? Ich höre noch gar nichts. Nee, mal aufmachen. Nicht, dass hier gar keine mehr kommen. Mal jetzt 3, 2, 1. So. Da können wir ja wahrscheinlich hier hinten irgendwo einsortieren. Haben wir denn neuerdings mein Toast? Ach so, ja, hier stimmt hier unten. Ah ja, können wir noch reichlich einsortieren. Den anderen auch hier gleich nehmen. Nee, eigentlich dich nicht. Du bist dahin geflogen. Gut, dann haben wir die Kartons nämlich auch weg. Eh denn besser, glaube ich, mal tagsüber rumzugehen und zu gucken, ey, welche Produkte haben wir denn, die ich hier noch so verteilen kann. Zum Beispiel wie der Salz oder sowas, ne? Der ist ja auch klar. Das sind die ganz großen, fast Bier. So, da haben wir fast alle weg. Und das ist der kleine. Kommt ja hier, glaube ich, in den Tiefkühler, oder? Ja. So kann man es auch machen, habt ihr gesehen? Ich bin einfach. Ah. Wir packen hier alle zusammen ein. Bin einfach rübergejumpt, ne? So. Ja, den hier noch. Der geht gerade nicht so richtig. Ohne die Jungs hier, das wäre gar nicht mehr zu managen. Das ist einfach dann so viel. Mal schon alleine Toilettenpapier, ne? Diese ganzen großen Sachen. Hier ist eh voll leer eigentlich. Können wir mal so machen. Aha, von der haben wir zwar relativ viel. Irgendwas findet der nicht. Weiß ich nicht, was. Milch ist da. Was fehlt denn hier? Was hat er denn nicht gefunden? Schauen wir mal. Schauen wir hier mal rein. Da wären wir hier schlauer bei den Ganzen. Aber sieht jetzt auch noch nicht so aus. Da mal eine Null steht. Haben wir noch 10. Oh, die Süßigkeiten. Da können wir ja fast schon 3 machen. Ja, der geht noch. Käse. Und dann sind wir fast schon durch. Jetzt habe ich aber nicht drauf geachtet,
welches Produkt Minus ist, ne? Na hier, ach, der 6er Pack Milch, okay. Achso, kaufen sollte ich es auch noch. 6er Pack Milch, okay. Ah, muss man viel investieren hier. Gut, das ist schon mal wichtig gewesen. Und natürlich das hier, bevor die jetzt hier noch anfangen. So, dann mache ich den 6er Pack Milch erstmal down. Regal ist voll, aber das Regal noch nicht hier. Ja, würde schon sagen, da ist noch eine Menge Platz. Okay. Das ist auch okay, wenn wir es mal so rummachen. Da hätten wir ein bisschen mit hier. Ist auch okay. Man hilft ja auch gerne, das ist ja auch mein eigener Laden. Ne? Ist natürlich ein bisschen doof, weil hier gibt es keine Kosten für mich selber, außer Miete und sowas und Strom, aber jetzt die Kosten für Essen, eigene Miete. Wäre eigentlich noch cool, wenn sowas eingefügt werden sollte. Na, irgendwo muss ich ja pennen, wa? Ich werde nicht unter der Kasse pennen und piepen, sondern man wird ja auch eine eigene Wohnung haben. Aber wer weiß, ne? Wohin das Ganze hier noch führt. Bisher ist das ja ganz cool gemacht hier. Trägt ja auch relativ gute Früchte. So, ich wollte noch mal gucken nach Salz. Salz war, glaube ich, hier irgendwo. Auch noch ein bisschen. Okay. Wollte das mal wenigstens da nach oben hin machen. So, das ist dann auch wieder richtig aufgefüllt. Hier von dem kleinen Brot kommt denn da rüber rein? Ich weiß nicht, kommt der kleine Brot hier rein? Ne, passt nicht. Also wird er, ne? Die Box sein? Ne, auch nicht. Dann ist sie die Tiefe. Ne, nicht die Tiefe. Sondern die Tiefe. Gut. Kann die auch mal da ein bisschen. Ne? Die muss ich behalten. Da nachfüllen und tun und machen. So, vielleicht nochmal ein letztes Mal hier kurz reingucken. Was eventuell noch wichtig ist, was wir noch schnell bestellen könnten. Ja, da muss ich denn schon mal, da traue ich mich denn nicht weiter. Ja, das mir. Okay, aber das wird noch reichen, glaube ich. Ist jetzt eh nicht so der optimalste Tag, aber geht schon. Muss man so nehmen, wie es mal kommt. Besonders das Unräumen letztes Mal hat ja so viel Zeit gekostet oder beziehungsweise ist ja dann auch zugunsten von. Schmeißt der jetzt noch weg oder kriegt ja auch noch was? Ja, wollte schon sagen. Gut. Naja, den wollten wir auch mal einmal noch umfüllen. Machen wir die Kiste hier. Und packen den da hin. Und dann macht das hier Jansche. Der Jansche. Das Ganze ganz schön für mich auf jeden Fall ordentlich sind. Die letzten. Also beide plus minus 0 gehen hier mit 3000 irgendwie hin und her.
Ach nee, Quatsch, gar nicht, ne? Nach den Einkaufen waren wir bei 3000. Hatten ja 5000 eigentlich. Ja, so ist es eben halt, ne? Was haben wir hier noch für Rechnungen? Das hier und das hier. Von der Bank her. Ja, bald ist es auch soweit. So, die können wir auch noch. Dann wirkt es schon mal ein bisschen schöner. 4000 dann so gesehen, ne? 4200, glaube ich, stand da. Und dann sind wir hier auch durch mit den Schulden und können dann sparen auf die große. Ohne Schulden ist natürlich besser. Ohne Rechnung ist das ganze Leben besser, aber wen soll ich das erzählen? Das wisst ihr. Ohne Miete, ohne Strom, Gas besonders. Ne? Heutzutage muss man sich an die Niere rausreißen, um die Gasrechnung bezahlen zu können. So ungefähr. Das ist schon ja, eine miese, blöde Sache. So, den ganz kleinen Karton, den beiden auch mal. Können wir ja mal ein bisschen Ordnung machen hier mit den Kartons. So. Dann sieht es nämlich schon ein bisschen besser aus. Der Tag ist vorbei, super. Zwei Unzufriedene kann sein. Aber sonst haben wir mehr bestellt als eingenommen. Und die ganzen Rechnungen natürlich, die fressen uns auch weg. Kalbskotelett und Müsli. Kalbskotelett und Müsli. Das Kalbskotelett bist du hier. Müsli. Welches nur? Und was war noch? Jetzt muss ich mal überlegen. Irgendwas war noch. Guck mal, den Reis können wir doch da mit reinmachen. Und diese, was ist das? Kartoffelpüree. Stopp mal, ich habe eine Idee. Ich mache erstmal den Laden hier wieder auf. Ich glaube, ich sollte auch erstmal das Alt bestellen, was ich letztes Mal auf der Liste hatte. So, dann könnte ich nämlich jetzt hier gleich frei arbeiten und dann ist gut. Dann gehe ich hier keinen auf den Po. Mal auch da mit Öl und sowas, ne? Machen hier so eine richtig schöne. So richtig schöne. Schönes Regal. Nur mit den Sachen hier. Haben wir was zum Kochen und sowas? Alles denn hier? Genau. Bevor die jetzt. Achso, den müsste ich auch noch nehmen. Bevor die jetzt mir nämlich hier irgendwie durchkommen oder so, und dann machen wir das lieber so. So, dann müsste das hier, glaube ich, für den Reis sein, wenn das passt. Ich da mal, da. Ne, gut, das ist dann die größere Kiste. Halt okay. Okay. Wird nicht die Kiste sein, oder? Doch. Okay. Ich weiß ja ohne Ahnung. So. Genau, da kannst du nämlich jetzt hinteilen, austeilen, wie auch immer. Und dann ist das ziemlich gut. Und dann ist für mich das so ein bisschen übersichtlicher. Ah, jetzt könnte ich ja auch die Chips hier. Ne. Das passt dann wiederum nicht. Cool. Ich bin überrascht, aber positiv. Jetzt sieht es dann auch ein bisschen was hier aus. Natürlich haben wir jetzt so gefühlt alles weg. Aber ist ja jetzt nicht so schlimm. Ich finde es geordnet, also ehrlich gesagt.
Gut, hier Zucker ist brauner Zucker und sowas. Das ist alles hier. Der ganze Zucker, Puderzucker, Zuckerzucker und geiler Zucker, schlechter Zucker. Das kann hier alles denn so bleiben. No. Gehen wir hier mal durch. Was hier denn noch so wichtig ist, was brauchen wir alles? So, Toilettenpapier. Das brauchen wir eigentlich immer, ne? Ohne geht's auch nicht. Ohne ist irgendwie Kacke. So. Die Sachen haben wir ja eigentlich, ne? Und einfach rein hier, einfach rein. Sehr schön. Man muss den Scheiß ja auch mal loswerden, ne? Wenn du mal so. Naja. Und auch noch, auch noch, auch noch. Auch noch, auch noch, auch noch. Sehr schön. Mal, hier drüben noch eins. Das schaffen wir. Sehr schön. Gaudi! Jetzt fährt es ja zumindest mal. Auch so geldmäßig sieht es jetzt ein bisschen positiv aus. Obwohl ich natürlich jetzt gefühlt viel, viel mehr haben würde, um den Platz dahinter zu kaufen. Aber ja, was nicht ist, kann ja nur werden. Weiß nicht, ob man sich allgemein immer daran gewöhnt, hier von den Sachen, die genullt sind, nur wirklich die genullt sind, immer zwei zu kaufen. Also gar nicht zu gucken, ob da noch eins da ist oder sowas. Und wirklich ein bisschen picht darauf zu sein, wo die Null dahinter steht. Das brauchen wir wirklich wahnsinnig wichtig. Dann haben die auch nicht so viel zum Räumen. Wir haben nicht so viel Geldausgaben. Und dann lüftet ein bisschen. Cooler, aber ich kann nur sein, dass ich mich da täusche in dem Thema. Rudi. Dann gib mir mal noch die letzten Moneten. Mein wichtiges Geld. Aber es gibt so irgendwie jetzt, glaube ich, keine Kniffe, um den Wert noch großartig zu steigern, um zu sagen, okay, man kann jetzt, außer vielleicht man macht alle Produkte jetzt einen halben Euro über Marktpreis. Das ballert natürlich ein, weil 54 Kunden, die, weiß nicht, im Schnitt vier Produkte haben, sind das 200 Produkte, sind das 100 mehr. Ich weiß auch nicht, ob das denn so viel sich lohnt, ne? Hast du jetzt sechs Produkte? Na, hast du 300, na, hast du 150 mehr, ist jetzt auch nicht irgendwie viel, so ein, wegen so einen halben Euro denn da irgendwie so zu machen. Aber jetzt ist einfach nur genial, dass wir Kredit da auslösen können. Der müsste ja auch schon ein bisschen runtergegangen sein, oder? Ja, der ist runtergegangen. Dann lösen wir den mal wirklich aus. Machen wir den schon wieder weg. Und heute müssen wir, oh, das sind aber hohe Kredite. Ja, müssen wir noch ein bisschen Einnahmen machen, ne?
Sag mal klar, hier sind noch ein paar Gründerinnen. Mehr als genug, die noch übers Geld denn da bringen könnten. Ja, siehst du, guck mal, da einer hier fast mit 200 Euro Rechnung. Ja, sind wir da schon mal richtig, richtig gut aufgestellt, safe, sicher. Dann sieht es ja schon mal gut aus. So viel haben wir noch. Noch die beiden, drei. Hier beklaut mich keiner. Also dürfte das hier auch denn eine kleine Geschichte sein. Ja, die Einnahmen sind gut. Also wenn du jetzt rechnest, wirklich pro Tag, was kannst du machen? 3000 oder sowas, ne? Vielleicht auch. Das ist schon viel, 3000. Muss man ja auch so rechnen. Wenn jeder Kunde im Schnitt 10 Dollar macht, ne, zum Jahr, ja, obwohl 10 werden schon um 15 sein. Pro Einkauf haben wir ja pro der hat dann mal 50, ne? Ah, ich weiß nicht, ob das denn so hinkommt. Also muss ja, ne? Wir machen uns rein. Aber so, heute kommt hier keiner mehr rein. 57, ah, da kommen auch nicht mehr. Jetzt zur Zeit. Also 4000 und Bestellkosten jetzt wesentlich weniger. Deswegen haben wir auch die hohe Differenz. Und können das denn da auszahlen? Chips und 6er Ale. So, machen wir das nämlich gleich fertig. Und später nehme ich den Size. So, dann ist das fertig. Und dann ist gut. Und dann sage ich Tschüssikowski, wir haben eigentlich einen relativ guten Start. Achso, siehst du, ja. Naja, nee, das meine ich. Mario steht da eigentlich auch genau. Aber wer weiß. So, ich wünsche euch auf jeden Fall was. Macht's gut, bis nächstes Mal und bitte.